Wie viele Monate sind seit unserer Einlieferung ins Lager vergangen? Wie viele Tage seit dem Tag meiner Entlassung aus dem KB? Und seit dem Tag der Chemieprüfung? Und seit der Selektion im Oktober? Alberto und ich stellen uns häufig diese Fragen und noch viele andere mehr. 96 waren wir, als wir ankamen. Wir, die Italiener vom Transport 174.000. Nur 29 von uns waren bis zum Oktober noch am Leben, und von diesen endeten 8 in der Selektion. Nun sind wir 21 und der Winter hat eben erst begonnen. Wie viele von uns werden das neue Jahr erleben? Wie viele den Frühling? Seit mehreren Wochen gibt es keine Luftangriffe mehr. Der Novemberregen wurde zum Schnee und der Schnee hat die Trümmer zugedeckt. Die Deutschen und die Polen kommen mit Gummistiefeln zur Arbeit, mit Ohrenschützern aus Fell und wattierten Arbeitsanzügen, die englischen Gefangenen mit ihren herrlichen Pelzjacken. In unserem Lager sind Mäntel nur an ein paar Privilegierte ausgegeben worden. Wir sind ein Fachkommando, das theoretisch nur im geschlossenen Raum arbeitet. Darum müssen wir weiter unsere Sommerklamotten anbehalten. Wir sind die Chemiker. Darum arbeiten wir an den Säcken des Phenylbeta. Wir haben das Magazin nach den ersten Luftangriffen geräumt, mitten im Hochsommer. Das Phenylbeta drang unter die Kleidung, heftete sich an die schweißnassen Glieder, fraß an uns wie die Lepra. Von unseren Gesichtern schälte sich die Haut in großen, verbrannten Fetzen. Dann setzten die Luftangriffe aus und wir haben die Säcke wieder ins Magazin geschafft. Dann wurde das Magazin getroffen und wir haben die Säcke im Keller der Styrolabteilung verstaut. Nun ist das Magazin repariert worden und die Säcke müssen noch einmal dort aufgestapelt werden. Der ätzende Geruch des Phenylbeta setzt sich in unserem einzigen Anzug fest, begleitet uns Tag und Nacht wie unser Schatten. Bis jetzt hat uns der Umstand, im Chemiekommando zu sein, nur das eingebracht. Die anderen haben Mäntel und wir keine. Die anderen schleppen 50 Kilo Säcke Zement und wir 60 Kilo Säcke Phenylbeta. Wie soll man da noch an die Chemieprüfung und an die Illusion von damals denken? Mindestens viermal war im Sommer die Rede vom Laboratorium des Dr. Pannwitz im Bau 939 und es hieß, dass man unter uns die Analytiker für die Polymerisationsabteilung aussuchen würde. Jetzt ist es genug damit, jetzt ist Schluss. Dies ist der letzte Akt. Der Winter hat begonnen und mit ihm unser letzter Kampf. Und kein Zweifel kann mehr bestehen, dass es der letzte ist. In welchem Augenblick des Tages auch immer es uns geschieht, dass wir auf die Stimme unserer Körper horchen, dass wir unsere Glieder fragen, die Antwort lautet stets: Die Kräfte werden nicht ausreichen. Rings um uns spricht alles von Auflösung und Ende. Die Hälfte des Baus 939 ist ein Wust von verbogenen Eisenschienen und Schutt. Aus den riesigen Rohrleitungen, in denen einst der heiße Dampf fauchte, hängen jetzt bis zum Erdboden unförmige blaue Eiszapfen, dick wie Säulen. Buna ist nun still, und steht der Wind günstig und hört man genau hin, vernimmt man ein anhaltendes, dumpfes, unterirdisches Grollen. Die Front, die näher rückt. 300 Gefangene aus dem Ghetto von Utsch, die die Deutschen vor dem russischen Vormarsch abtransportiert haben, sind im Lager eingetroffen. Sie trugen bis zu uns die Kunde vom legendären Kampf im Ghetto von Warschau, und sie berichteten uns, auf welche Weise die Deutschen schon vor einem Jahr das Lager von Lublin liquidierten. Vier Maschinengewehre an die Ecken und die Baracken in Brand gesteckt. Die zivilisierte Welt wird nie davon erfahren. Wann sind wir an der Reihe? Heute früh hat der Capo wie üblich die Arbeitsgruppen eingeteilt. Die 10 vom Chlormagnesium zum Chlormagnesium, sie ziehen los, schleppenden Fußes, so langsam wie nur irgend möglich, denn das Chlormagnesium ist härteste Arbeit. Den ganzen Tag steht man bis zu den Knöcheln im salzigen, eisigen Wasser, das Schuhe, Kleidung und Haut zerfrisst. Der Capo packt einen Ziegelstein und schleudert ihn mitten in den Haufen hinein. Jene weichen tollpatschig aus, aber sie gehen darum auch nicht schneller.
Das ist fast schon eine Gewohnheit, die sich jeden Morgen wiederholt und nicht unbedingt und immer beim Capo eine böse Absicht voraussetzt. Die vier vom Scheißhaus zur Arbeit antreten. Und die vier, die eine neue Latrine bauen müssen, ziehen los. Wir haben nämlich durch die Transporter aus Utsch und Siebenbürgen den Effektivbestand von 50 Häftlingen überschritten. Daraufhin ermächtigte uns der mysteriöse deutsche Bürokrat, der dies alles entscheidet, zum Bau eines zweiplatzigen Kommandoscheißhauses, eines Abortes mit zwei Plätzen, der für unser Kommando reserviert ist. Wir sind nicht unempfindlich für diese Auszeichnung, die aus unserem Kommando eines der wenigen macht, denen man mit Stolz angehören kann. Allerdings entfällt somit natürlich der einfachste Vorwand, sich von der Arbeit zu entfernen und mit Zivilisten irgendwelche Kombinationen auszutüfteln. Noblesse oblige, meint Henri, der noch andere Eisen im Feuer hat. Die 12 von den Ziegeln, die 5 vom Meister Darm, die 2 von den Zisternen, wie viele fehlen? 3. Homolka ist heute früh in den KB gekommen, der Schlosser ist gestern gestorben, François wurde, wer weiß warum und wer weiß wohin, versetzt. Die Rechnung geht auf. Der Capo notiert und ist befriedigt. Jetzt sind nur noch wir 18 vom Finilbetta da, wenn man von den Prominenten des Kommandos absieht. Und jetzt geschieht das Unerwartete. Der Capo sagt, Dr. Panwitz hat dem Arbeitsdienst mitgeteilt, dass 3 Häftlinge fürs Labor ausgesucht wurden. 169509 Brackier, 175633 Kandel, 174517 Levi. Einen Augenblick lang sausen mir die Ohren und Buna dreht sich vor meinen Augen. Wir sind 3 Levi im Kommando 98, aber 174517 bin ich. Da kann es keinen Zweifel geben. Ich bin einer der 3 Erwählten. Mit einer missgünstigen Lache taxiert uns der Capo von Kopf bis Fuß. Ein Belgier, ein Rumäne und ein Italiener. Das sind also 3 Franzosen. Ist denn so etwas möglich, dass ausgerechnet 3 Franzosen die Erwählten fürs Laborparadies sind? Viele Kameraden gratulieren. Allen voran Alberto mit ehrlicher Freude, ohne den mindesten Anflug von Neid. Alberto hat nichts zu kritteln an dem Glück, das mir zuteil wurde. Er ist sogar sehr zufrieden damit, sei es aus Freundschaft, sei es, weil auch er seinen Nutzen davon haben wird. Denn wir zwei sind nunmehr durch einen festen Freundschaftspakt verbunden, wonach jedes organisierte Stück in 2 peinlich genaue Hälften geteilt wird. Er hat auch keinen Grund, mich zu beneiden, denn er hatte weder gehofft noch gewünscht, ins Laboratorium zu kommen. Das Blut, das in Albertos Adern rinnt, ist zu frei, als dass mein ungebändigter Freund daran denken könnte, sich in ein System zu schicken. Sein natürlicher Trieb führt ihn anderswohin, zu anderen Lösungen, dem unerwarteten, improvisierten, neuen entgegen. Einer guten, festen Stellung zieht Alberto ohne Bedenken die Ungewissheiten und Kämpfe des freien Berufs vor. In der Tasche habe ich einen Zettel des Arbeitsdienstes, der besagt, dass der Häftling 174517 als Facharbeiter Anspruch auf ein neues Hemd und neue Unterhosen hat und jeden Mittwoch rasiert werden muss. Das zerschlagene Buna liegt unter dem ersten Schnee, regungslos und steif wie ein riesiger Leichnam. Und täglich heulen die Sirenen Fliegeralarm, die Russen stehen 80 Kilometer entfernt. Die Elektrozentrale steht still, die Methanol-Destilliersäulen existieren nicht mehr, die Gasometer des Acetylens sind in die Luft geflogen. In unser Lager strömen Tag für Tag die aus sämtlichen Lagern Ostpolens geborgenen Häftlinge. Die wenigsten kommen zur Arbeit, die meisten wandern direkt nach Birkenau und durch den Kamin. Schon wieder ist die Ration verringert worden. Der KB quillt über. Die E-Häftlinge haben Scharlach, Diphtherie und Flecktyphus ins Lager gebracht. Aber der Häftling 174517 ist zum Facharbeiter befördert worden und hat Anspruch auf ein neues Hemd und neue Unterhosen und muss jeden Mittwoch rasiert werden. Keiner maße sich an, die Deutschen zu begreifen.
Schüchtern, misstrauisch und benommen sind wir ins Labor getreten, wie drei wilde Tiere, die in eine große Stadt eindringen. Wie glatt und sauber der Fußboden ist. Ein Laboratorium, das überraschenderweise so aussieht wie jedes andere. Drei lange Arbeitstische und auf ihnen hunderte von vertrauten Dingen. In einer Ecke die Gläser zum Abtropfen, die analytische Waage, ein Heräusofen, ein Höppler-Thermostat. Der Geruch, dieser leicht aromatische Geruch in den Labors organischer Chemie, trifft mich wie ein Schlag. Für einen Augenblick durchzuckt mich die Erinnerung an den halbdunklen Universitätssaal, an mein viertes Studienjahr, an die milde Maienluft in Italien. Herr Stavinogar weist uns die Arbeitsplätze zu. Stavinogar ist ein junger Deutschpole mit energischem und zugleich traurigem und müdem Gesicht. Auch er ist ein Doktor. Nicht der Chemie, sondern... ne pas chercher à comprendre, der Sprachwissenschaft. Aber er ist der Chef des Laboratoriums. Mit uns redet er nicht gern, doch er scheint nicht unleidlich zu sein. Er nennt uns Monsieur. Das ist ebenso lächerlich wie verwirrend. Die Temperatur im Labor ist wundervoll. Das Thermometer zeigt 24 Grad. Und wenn wir auch die Gläser waschen müssen, denken wir, oder den Fußboden kehren, oder die Wasserstoffflaschen transportieren, oder irgendeinen anderen Dienst verrichten, Hauptsache, wir können hier drinnen bleiben, und das Problem des Winters ist für uns gelöst. Und eine zweite Überlegung sagt uns, dass auch das Problem des Hungers nicht schwer zu lösen sein dürfte. Ob sie uns wirklich jeden Tag beim Fortgehen durchsuchen werden? Und ob sie es dann auch jedes Mal tun, wenn wir darum bitten, zur Latrine gehen zu dürfen? Bestimmt nicht. Aber hier gibt es Seife, Benzin, Alkohol. Ich werde mir eine Geheimtasche innen in die Jacke nähen und mich mit dem Engländer zusammentun, der in der Werkstatt arbeitet und mit Benzin handelt. Wir werden schon sehen, wie streng die Überwachung sein wird. Immerhin bin ich jetzt ein Jahr im Lager und ich weiß, wenn einer wirklich stehlen will und es ernstlich darauf anlegt, dann kann ihn keine Überwachung und keine Durchsuchung daran hindern. Jedenfalls scheint es das Schicksal auf ungewohnten Wegen so eingerichtet zu haben, dass wir drei zum Neide der 10.000 Verurteilten in diesem Winter keine Kälte und keinen Hunger zu leiden brauchen. Und das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ernstlich krank zu werden, von Erfrierungen verschont zu bleiben und die Selektionen zu überstehen. Unter diesen Umständen könnten Menschen, die mit den Verhältnissen im Lager weniger vertraut sind als wir, versucht sein, auf ein Überleben zu hoffen, an die Freiheit zu denken. Wir nicht. Wir wissen, was es mit solchen Dingen auf sich hat. Dies alles ist ein Geschenk des Schicksals, und als solches wird es so intensiv wie möglich ausgekostet, augenblicklich, denn das Morgen ist ungewiss. Beim ersten Glas, das ich zerbrechen werde, beim ersten Wiegefehler, bei der ersten Unachtsamkeit muss ich wieder zurück, muss mich wieder in Schnee und Wind verzehren, bis auch ich reif sein werde für den Kamin. Und wer kann schließlich wissen, was geschehen wird, wenn die Russen kommen? Denn die Russen werden kommen. Tag und Nacht bebt die Erde unter unseren Füßen. Im neuen Schweigen von Buna ertönt nun ununterbrochen das leise, dumpfe Grollen der Artillerien. Die Luft, die man atmet, ist gespannt, entscheidungsvoll. Die Polen arbeiten nicht mehr. Die Franzosen gehen wieder erhobenen Hauptes. Die Engländer zwinkern uns zu, grüßen uns heimlich mit dem V des Zeige- und Mittelfingers. Und nicht immer heimlich. Aber die Deutschen sind taub und blind, verschlossen in einem Panzer von Starrsinn und bewusster Unkenntnis. Schon wieder haben sie einen Termin für die Produktionsaufnahme des synthetischen Gummis festgelegt, den 1. Februar 1945. Sie bauen Luftschutzräume und Splittergräben, reparieren die Schäden, bauen, kämpfen, kommandieren, organisieren und töten. Was sollten sie auch sonst tun? Es sind Deutsche. Dieses ihr Handeln ist nicht überlegt und vorsätzlich, sondern entstammt ihrer Natur und dem Schicksal, das sie sich erwählt haben. Sie könnten gar nicht anders. Verwundet man den Leib eines Sterbenden, beginnt die Wunde zu verheilen, selbst wenn der ganze Körper am nächsten Tag sterben wird.
Nun ruft der Capo jeden Morgen bei der Gruppeneinteilung vor allen anderen uns drei vom Laboratorium auf. Die drei Leute vom Labor. Morgens und abends im Lager unterscheidet mich nichts von der Herde, aber tagsüber, bei der Arbeit, bin ich im geschützten, warmen Raum und keiner schlägt mich. Ich stehle und verkaufe Seife und Benzin ohne ernstliches Risiko. Vielleicht bekomme ich auch einen Gutschein für Lederschuhe. Und schließlich, kann man das Arbeit nennen, was ich tue? Arbeiten heißt Waggons schieben, Balken schleppen, Steine klopfen, Erde ausheben, mit nackten Händen den Schauder vereisten Eisens umklammern. Aber ich sitze den ganzen Tag, habe Heft und Bleistift und sogar ein Buch hat man mir gegeben, um mein Gedächtnis über die analytischen Methoden aufzufrischen. Ich verfüge über eine Schublade, in die ich Mütze und Handschuhe legen kann. Und will ich hinaus, brauche ich es nur Herrn Stavinoga zu melden, der nie Nein sagt und keine Fragen stellt, wenn ich länger ausbleibe. Es scheint, als leide er körperlich unter der ihn umgebenden Zerstörung. Meine Kameraden vom Kommando beneiden mich mit Recht. Müsste ich mich nicht glücklich schätzen? Aber kaum bin ich morgens der Wut des Windes entronnen und trete über die Schwelle des Labors, ist mir schon die Gefährtin aller Augenblicke der Entspannung, des KBs und der Ruhesonntage zur Seite. Die Qual der Erinnerung, die alte grausame Sehnsucht, sich wieder als Mensch zu fühlen, die mich wie ein Hund in dem Augenblick anfällt, da das Bewusstsein aus dem Dunkel tritt. Dann nehme ich Bleistift und Heft und schreibe, was ich niemandem zu sagen vermöchte. Schließlich sind da noch die Frauen. Wie viele Monate lang habe ich keine Frau gesehen? Manchmal begegnete man in Buna den ukrainischen und polnischen Arbeiterinnen mit Hosen und Lederjacke, derb und heftig wie ihre Männer. Verschwitzt und zerzaust waren sie im Sommer, dick eingemummt im Winter. Sie arbeiteten mit Schaufel und Spitzhacke und man fühlte sie nicht als Frauen neben sich. Hier ist das anders. Beim Anblick der Mädchen im Labor möchten wir drei vor Scham und Verlegenheit in den Erdboden versinken. Wir wissen, wie wir aussehen. Wir sehen ja einander und es kommt manchmal vor, dass wir uns in einem blanken Glas spiegeln. Lächerlich sind wir, abstoßend. Montags sind unsere Schädel kahl, samstags sind sie mit kurzem dunkelbraunem Flaum bedeckt. Wir haben aufgequollene gelbe Gesichter, die fortwährend von den Schnitten des hastigen Barbiers und häufig von blauen Flecken und stumpfen Wunden gekennzeichnet sind. Wir haben lange, knotige Hälse wie gerupfte Hühner. Unsere Klamotten sind unsagbar dreckig, voller Flecken von Schlamm, Blut und Schmierfett. Kandels Hosen reichen ihm bis zur Hälfte der Waden, entblößen die knochigen, behaarten Schienbeine. Meine Jacke hängt mir auf den Schultern wie auf einem hölzernen Kleiderbügel. Wir sind voller Flöhe und oft kratzen wir uns in schamloser Weise. Es ist demütigend, wie häufig wir darum bitten müssen, zur Latrine zu gehen. Unsere Holzpantinen mit ihren verschiedenen Krusten von Kot und vorschriftsmäßigem Fett machen einen unerträglichen Lärm. Und an unseren Geruch sind wir ja inzwischen schon gewöhnt, nicht aber die Mädchen, die es uns bei jeder Gelegenheit spüren lassen. Das ist nicht der allgemeine Geruch des schlecht Gewaschenen, sondern der Geruch des Häftlings, fade und süßlich, der uns bei unserer Ankunft im Lager empfing und stetig aus den Schlafräumen, Küchen, Waschräumen und Aborten des Lagers dringt. Man erwirbt ihn augenblicklich und verliert ihn nimmer. »So jung und schon so stinkig«, pflegt man bei uns die Neuankömmlinge zu begrüßen. Diese Mädchen kommen uns wie überirdische Wesen vor. Drei junge Deutsche sind es, dann noch die polnische Magazinverwalterin Fräulein Lischba und die Sekretärin Frau Meier. Sie haben eine glatte, rosige Haut, hübsche, bunte, saubere und warme Kleider, und ihr Haar ist blond, lang und wohlgepflegt. Sie sprechen sehr anmutig und gesittet, und statt das Laboratorium sauber und ordentlich zu halten, wie es ihre Aufgabe wäre,
rauchen sie in den Ecken, essen vor aller Augen Marmeladenbrote, feilen sich die Fingernägel, zerschlagen viel Glas und versuchen, die Schuld auf uns zu schieben. Wenn sie fegen, dann fegen sie über unsere Füße. Sie reden nicht mit uns und rümpfen die Nase, wenn sie uns elend und verdreckt, unpass und unsicher in unseren Pantinen durchs Labor schlurfen sehen. Einmal habe ich Fräulein Lischbar um eine Auskunft gebeten, doch sie hat mir nicht geantwortet, sondern sich mit angewidertem Gesicht Stavinoga zugewandt und hastig auf ihn eingeredet. Was sie sagte, habe ich nicht verstanden. Doch Stinkjude habe ich ganz deutlich gehört, und das Blut ist mir in den Adern geronnen. Und Stavinoga hat mir gesagt, dass wir uns mit allem, was die Arbeit betrifft, unmittelbar an ihn zu wenden haben. Die Mädchen singen, wie alle Mädchen in allen Labors der Welt, und das macht uns tief unglücklich. Sie unterhalten sich miteinander, sprechen über die Lebensmittelkarten, ihre Verlobten, ihr Zuhause, die bevorstehenden Feiertage. Fährst du Sonntag nach Haus? Ich nicht, das Reisen ist so beschwerlich. Ich fahr Weihnachten, in 2 Wochen ist schon wieder Weihnachten, dies Jahr ist so schnell vergangen, kaum zu glauben. Dies Jahr ist schnell vergangen. Voriges Jahr um diese Zeit war ich ein freier Mensch, in der Illegalität, aber frei. Ich besaß einen Namen und eine Familie, einen hungrigen, ruhelosen Geist und einen gewandten und gesunden Körper. Ich dachte über so vieles weit Entferntes nach, meine Arbeit, das Kriegsende, Gut und Böse, das Wesen der Dinge, die Gesetze, die das menschliche Tun bestimmen. Und ich dachte auch an die Berge, an das Singen, an Liebe, Musik und Poesie. Ich hatte ein ungeheures, eingefleischtes, törichtes Vertrauen in das Wohlwollen des Schicksals, und Töten und Sterben erschienen mir wie fremde, literarische Dinge. Meine Tage waren heiter und traurig, doch alle waren sie mir teuer, alle waren erfüllt und positiv, und die Zukunft stand vor mir wie ein großer Reichtum. Heute ist mir nur so viel von meinem damaligen Leben geblieben, um Hunger und Kälte ertragen zu können. Ich bin nicht mehr lebendig genug, um mich umzubringen. Spreche ich besser Deutsch, könnte ich den Versuch machen, Frau Meier dies alles zu erklären. Aber sie würde sicher nicht verstehen. Und wäre sie auch so intelligent und so gut, dass sie verstehen würde, könnte sie doch meine Nähe nicht ertragen und würde mich fliehen, wie man die Berührung mit einem unheilbar Kranken oder einem zum Tod Verurteilten flieht. Oder sie würde mir vielleicht einen Gutschein für einen halben Liter Zivilsuppe schenken. Dies Jahr ist schnell vergangen. Nun steht Weihnachten vor der Tür. Alberto und ich gehen Schulter an Schulter in dem langen, grauen Zug, vornübergebeugt, um dem Wind besser standhalten zu können. Es ist Nacht und es schneit. Es ist nicht leicht, sich auf den Beinen zu halten, noch schwieriger, im Schritt und in Reih und Glied zu bleiben. Hin und wieder stolpert einer, fällt in den schwarzen Kot, und man muss darauf achten, ihm auszuweichen und wieder in die Reihe zu kommen. Seit ich im Labor bin, arbeiten Alberto und ich getrennt, und auf dem Rückmarsch haben wir uns immer vieles zu erzählen. Gewöhnlich geht es nicht um erhabene Dinge, sondern um Arbeit, die Kameraden, das Brot, die Kälte. Aber seit einer Woche gibt es etwas Neues. Lorenzo bringt uns jeden Abend 3 oder 4 Liter Suppe von den italienischen Zivilarbeitern. Um das Beförderungsproblem zu lösen, mussten wir uns besorgen, was man hier eine Minaschka nennt. Das ist ein Essnapf in Sonderanfertigung, aus verzinktem Blech, schon mehr ein Eimer als ein Napf. Silberlust, der Blechschmied, hat sie uns aus 2 Stücken Regenrinne im Tausch für 3 Brotrationen gemacht. Ein herrliches Gefäß, solide und mit großem Fassungsvermögen, wie ein Gerät aus der Steinzeit. Im gesamten Lager haben nur noch ein paar Griechen eine größere Minaschka als wir. Außer den materiellen Vorteilen hat uns das eine spürbare Verbesserung unserer sozialen Stellung eingebracht. Eine Minaschka, wie wir sie besitzen, ist ein Adelsbrief, ein heraldisches Zeichen.
Henri ist im Begriff, unser Freund zu werden und behandelt uns wie seinesgleichen. Elle spricht jetzt mit uns in väterlich gutmütigem Ton, und Elias haftet uns dauernd an den Fersen, bespitzelt uns unermüdlich, um hinter das Geheimnis unserer Organisatia zu kommen, überhäuft uns andererseits mit unverständlichen Solidaritäts- und Freundschaftsversicherungen und betäubt uns mit einer Litanei außerordentlicher italienischer und französischer Obszönitäten und Flüche, die er wer weiß wo gelernt hat und mit denen er uns offenbar eine Ehre erweisen will. Was die moralische Seite des neuen Zustands betrifft, mussten Alberto und ich zugeben, dass daran nichts ist, worauf man besonders stolz sein könnte. Aber es ist so leicht, Rechtfertigungen zu finden. Und schließlich ist schon allein der Umstand, einen neuen Gesprächsstoff zu haben, ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Wir reden über den Plan, uns eine zweite Menaschka anzuschaffen, um sie mit der ersten abwechseln zu lassen. So müssten wir nur einmal am Tag zu der abgelegenen Stelle des Bauplatzes, wo Lorenzo jetzt arbeitet. Wir reden über Lorenzo und über die Art, ihn zu entschädigen. Gewiss, später, falls wir heimkehren, werden wir alles für ihn tun, was wir können. Aber was nutzt es schon, davon zu sprechen? Er und wir wissen nur zu gut, dass wir kaum heimkehren werden. Man müsste sofort etwas unternehmen. Wir könnten den Versuch machen, seine Schuhe in unserer Lagerwerkstatt reparieren zu lassen, wo die Reparatur kostenlos ist. Es klingt paradox, aber in den Vernichtungslagern ist von Amts wegen alles kostenlos. Alberto wird es versuchen. Er ist mit dem Chefschuster befreundet. Vielleicht reichen ein paar Liter Suppe. Wir reden über unsere drei neuesten Unternehmungen und bedauern übereinstimmend, dass uns das Berufsgeheimnis verbietet, sie auszuplaudern. Und schade, unser persönliches Ansehen würde außerordentlich steigen. Die erste ist meine Erfindung. Ich habe erfahren, dass der Blockälteste vom Block 44 knapp an Besen ist und habe einen von der Baustelle organisiert. Das ist weiter nichts Besonderes. Aber die Schwierigkeit lag darin, den Besen auf dem Rückmarsch ins Lager einzuschmuggeln. Und diese Schwierigkeit habe ich, wie ich glaube, in einmaliger Weise gelöst, indem ich die Diebesbeute in Unter- und Oberteil zerlegte, letzteres in zwei Stücke sägte, die Teile einzeln ins Lager schaffte, die beiden Stielenden unter den Hosen an die Schenkel gebunden, und alles im Lager wieder zusammensetzte, wozu ich ein Stück Blech, Hammer und Nägel auftreiben musste, um die beiden Holzenden zusammenzufügen. Der Transport hat nur 4 Tage in Anspruch genommen. Entgegen meinen Befürchtungen hat der Besteller meinen Besen keineswegs im Wert heruntergesetzt, sondern ihn sogar verschiedenen Freunden als Kuriosität gezeigt, die mir einen regulären Auftrag auf 2 weitere Besen vom gleichen Modell erteilten. Doch Alberto hat ganz andere Eisen im Feuer. Zunächst hat er die Operation Pfeiler ausgeklügelt und schon 2-mal mit Erfolg durchgeführt. Er geht ins Werkzeugmagazin, verlangt eine Feile und sucht sich eine ziemlich große aus. Der Magazinverwalter schreibt neben Albertos Nummer eine Feile und er begibt sich schnurstracks zu einem zuverlässigen Zivilisten, ein abgefeimter Spitzbube aus Triest, ein rechter Teufelsbraten, der Alberto mehr aus Liebe zum Handwerk denn aus Eigennutz oder Menschenfreundlichkeit behilflich ist, dem es nicht schwerfällt, auf dem freien Markt die große Feile gegen 2 kleine gleichen oder minderen Wertes umzutauschen. Alberto bringt eine Feile dem Magazin zurück und verkauft die andere. Und schließlich hat er in diesen Tagen sein Meisterstück vollbracht, eine kühne neue Kombination von besonderer Eleganz. Dazu sei gesagt, dass Alberto seit einigen Wochen eine Spezialaufgabe hat. Morgens auf dem Bau bekommt er einen Eimer, in dem sich Zangen, Schraubenzieher und ein paar 100 Zelluloidplättchen von verschiedener Farbe befinden, die er mit besonderen Halteschellen zur Kennzeichnung der zahlreichen und langen Rohrleitungen für kaltes und warmes Wasser, Dampf, Druckluft, Gas, Dieselöl, Vakuum und so weiter montieren muss, von denen die Polymerisationsabteilung in allen Richtungen durchzogen wird. Es gehört noch dazu, und es sieht so aus, als habe dies gar nichts damit zu tun,
Aber besteht die Findigkeit nicht gerade darin, Verknüpfungen voneinander scheinbar fremden Ideenbereichen zu entdecken oder herzustellen? Dass für alle Häftlinge die Dusche in verschiedener Hinsicht eine recht unangenehme Prozedur ist. Das Wasser ist spärlich und kalt oder auch kochend, es gibt keinen Umkleideraum, wir besitzen weder Handtücher noch Seife und man kann während dieser erzwungenen Abwesenheit leicht bestohlen werden. Da das Duschen obligatorisch ist, gebrauchen die Blockältesten ein Kontrollsystem, um diejenigen bestrafen zu können, die sich davor drücken. Meistens steht ein Vertrauensmann des Blocks an der Tür und tastet wie Polyphem jeden Hinausgehenden ab, ob er nass ist. Ist das der Fall, bekommt er eine Marke. Wer jedoch trocken ist, bekommt 5 Hiebe übergezogen. Nur wenn man die Marke vorzeigt, erhält man am nächsten Morgen sein Brot. Albertus' Aufmerksamkeit hat sich auf diese Marken konzentriert. Gewöhnlich sind sie nichts anderes als kümmerliche Papierzettel, die feucht, geknifft und unansehnlich zurückgegeben werden. Alberto kennt die Deutschen, und alle Blockältesten sind Deutsche oder durch die deutsche Schule gegangen. Sie lieben Ordnung, System, Bürokratie. Und wenn sie auch schlagfreudige und jähzornige Rüpel sind, haben sie doch eine kindliche Freude an allen glitzernden und bunten Dingen. Dies ist also das Thema. Und nun folgt seine brillante Durchführung. Alberto entwendete systematisch eine Reihe von Schildchen derselben Farbe, und aus einem jeden machte er 3 kleine Scheiben. Das dazu nötige Instrument, einen Korkbohrer, organisierte ich im Labor. Als 200 Scheiben hergestellt waren, die für einen Block reichen, ging er zum Blockältesten und bot ihm die Spezialität zur unerhörten Quotierung von 10 Brotrationen auf Raten an. Der Kunde ging mit Begeisterung darauf ein, und jetzt verfügt Alberto über einen großartigen Modeartikel, den er mit absoluter Sicherheit in allen Baracken absetzen kann. 1 Farbe pro Baracke. Kein Blockältester wird als knickrig und rückständig gelten wollen. Und was noch wichtiger ist, er braucht keine Konkurrenz zu fürchten, weil nur er an das Rohmaterial herankommt. Ist das nicht vortrefflich ausgeklügelt? Über diese Dinge sprechen wir, von einer Pfütze in die andere stolpernd, auf unserem Weg zwischen schwarzem Himmel und Straßenkot. Wir gehen und sprechen. Ich trage die beiden leeren Essnäpfe, Alberto die angenehme Last der vollen Menaschka. Wieder die Musik der Kapelle, die Zeremonie des ruckartigen Mützen ab vor der SS, wieder Arbeit macht frei und die Meldung des Kapos, Kommando 98, 62 Häftlinge, Stärke stimmt. Aber die Formation löst sich nicht auf, man lässt uns bis zum Appellplatz marschieren. Wird denn Appell sein? Nein, kein Appell. Wir sehen das grelle Licht des Scheinwerfers, die wohlbekannten Konturen des Galgens. Noch über 1 Stunde lang kehren die Kolonnen zurück, mit dem harten Schlag der Holzsohlen auf dem vereisten Schnee. Als alle Kommandos da sind, bricht die Kapelle unvermittelt ab und eine raue deutsche Stimme gebietet Schweigen. In der plötzlichen Stille erhebt sich eine andere deutsche Stimme und spricht lange und zornig in der dunklen, feindseligen Luft. Schließlich bringt man den Verurteilten in den Lichtkegel des Scheinwerfers. Dieser ganze Apparat, dieses verbissene Zeremoniell, ist für uns nichts Neues mehr. Seit ich im Lager bin, habe ich schon 13 öffentlichen Hinrichtungen durch den Strang beiwohnen müssen. Bisher jedoch ging es um gewöhnliche Verbrechen, Küchendiebstähle, Sabotagen, Fluchtversuche. Heute jedoch geht es um etwas anderes. Im vergangenen Monat ist in Birkenau eines der Krematorien in die Luft gesprengt worden. Keiner von uns weiß, und vielleicht wird es auch keiner jemals wissen, wie das Unternehmen im Einzelnen durchgeführt wurde. Es ist die Rede vom Sonderkommando, das den Gaskammern und den Öfen zugeteilt ist, das in periodischen Zeitabständen selbst vernichtet wird und das man in strengster Absonderung vom übrigen Lager hält. Tatsache ist, dass in Birkenau einige 100 Menschen, wehrlose, schwache Sklaven wie wir,
in sich selbst noch die Kraft gefunden haben zu handeln, die Frucht ihres Hasses zur Reife zu bringen. Dieser Mensch, der heute vor unseren Augen sterben wird, hat sich in irgendeiner Weise an der Revolte beteiligt. Man sagt, er habe Verbindungen zu den Aufständischen von Birkenau gehabt, er habe Waffen in unser Lager gebracht, er habe zur gleichen Zeit eine Meuterei auch unter uns anstiften wollen. Heute wird er vor unseren Augen sterben. Und vielleicht werden die Deutschen nicht begreifen, dass ihm der einsame Tod, der Tod als Mensch, der ihm vorbehalten wurde, Ruhm und nicht Schande einbringen wird. Als des deutschen Rede, die keiner verstehen konnte, zu Ende ist, erhebt sich wieder die erste, heisere Stimme. Habt ihr verstanden? Wer antwortete mit Jawohl? Alle und keiner. Es war, als habe unsere verfluchte Resignation Gestalt angenommen und sei über unseren Häuptern kollektive Stimme geworden. Aber alle hörten den Schrei des Sterbenden. Er drang durch die starken alten Barrieren von Trägheit und Unterwürfigkeit, rüttelte an dem nackten Lebensnerv eines jeden von uns. Kameraden, ich bin der Letzte! Könnte ich doch berichten, dass sich aus uns verworfener Herde eine Stimme erhoben hätte, ein Murmeln, eine Äußerung von Einverständnis. Nichts geschah. Wir blieben stehen, gebeugt und grau und gesenkten Hauptes, und wir nahmen unsere Kopfbedeckung erst ab, als der Deutsche es uns befahl. Die Fallgrube öffnete sich, jener Körper zuckte furchtbar, die Kapelle setzte wieder ein und wir, von neuem zur Marschkolonne geordnet, zogen am letzten Beben des Sterbenden vorbei. Am Fuße des Galgens sehen die SS-Leute teilnahmslos auf unseren Vorbeimarsch. Ihr Werk ist vollbracht. Es ist gut vollbracht. Nun können die Russen kommen. Es gibt keine starken Menschen mehr unter uns. Der Letzte hängt über unseren Köpfen. Für die anderen haben ein paar Stricke genügt. Die Russen können kommen. Nur uns Gebändigte werden sie finden. Uns Erloschene, die wir nunmehr den wehrlosen Tod verdienen, der auf uns wartet. Den Menschen zu vernichten ist fast ebenso schwer, wie ihn zu schaffen. Es war nicht leicht, es ging auch nicht schnell, aber ihr Deutschen habt das fertiggebracht. Da sind wir nun, willfährig unter euren Augen. Von uns habt ihr nichts mehr zu fürchten. Keinen Akt der Auflehnung, kein Wort der Herausforderung, nicht einmal einen richtenden Blick. Alberto und ich sind in die Baracke zurückgekehrt. Wir konnten uns nicht in die Augen sehen. Dieser Mensch muss hart gewesen sein und aus einem ganz anderen Holz als wir, wenn ihn diese Bedingungen, an denen wir zerbrachen, nicht haben beugen können. Denn auch wir sind zerbrochen, sind besiegt. Auch wenn wir verstanden haben, uns anzupassen, auch wenn wir endlich gelernt haben, unsere Nahrung zu finden und Mühsal und Kälte zu widerstehen, selbst wenn wir zurückkehren werden. Wir haben die Menaschka aufs Bett gehoben, wir haben geteilt, wir haben die Wut des täglichen Hungers befriedigt, und jetzt bedrückt uns die Scham. Seit Monaten schon hörten wir nun immer wieder das Dröhnen der russischen Kanonen. Da erkrankte ich am 11. Januar 1945 an Scharlach und kam von neuem in den KB, Infektionsabteilung. Ein kleiner, relativ sauberer Raum mit 10 zweistöckigen Betten, einem Spind, 3 Hockern und dem Eimerstuhl für die Notdurft. Und das alles innerhalb von 3x5 Metern. Es war beschwerlich, in die oberen Betten zu kommen, denn es gab keine Leitern. Und wenn sich der Zustand eines Kranken verschlimmerte, wurde er in ein unteres Bett verlegt. Als ich eintraf, war ich der 13. Von den anderen 12 hatten 4 Scharlach, 2 politische Franzosen und 2 jüdische Jungen aus Ungarn,
Drei hatten Diphtherie, zwei Typhus und einer litt an einer widerlichen Gesichtsrose. Die letzten beiden hatten mehrere Krankheiten zugleich und waren unglaublich entkräftet. Ich hatte hohes Fieber. Glücklicherweise bekam ich ein Bett ganz für mich allein. Ich legte mich erleichtert hin, wusste ich doch, dass ich Anspruch auf 40 Tage Isolierung hatte, also auf Ruhe, und ich fühlte mich noch genug bei Kräften, um weder die Folgen des Scharlachs noch diese Lektionen fürchten zu müssen. Dank meiner jetzt schon langen Erfahrung in den Bräuchen des Lagers war es mir gelungen, meine persönlichen Habseligkeiten mitzunehmen. Ein Gürtel aus geflochtener Elektrolitze, das Löffelmesser, eine Nadel mit drei Fäden, fünf Knöpfe und schließlich 18 Zündsteinchen, die ich im Labor gestohlen hatte. Aus jedem von ihnen konnte man, wenn man es geduldig mit dem Messer abschabte, drei kleinere Steinchen herstellen, die das richtige Ausmaß für ein Taschenfeuerzeug besaßen. Sie waren auf 6 oder 7 Brotrationen geschätzt worden. Ich verbrachte 4 ruhige Tage. Draußen fiel Schnee und es war sehr kalt, aber die Baracke war geheizt. Ich erhielt starke Dosierungen von Sulfonamiden, litt an Übelkeit und konnte kaum etwas essen. Ich verspürte keine Lust, mich in ein Gespräch einzulassen. Die beiden scharlachkranken Franzosen waren sympathisch. Zwei Provinzler aus den Vogesen, vor ein paar Tagen mit einem Schub Zivilisten ins Lager gekommen, die von den Deutschen beim Rückzug aus Lothringen ausgekämmt worden waren. Der Ältere hieß Arthur, ein kleiner, hagerer Bauer, der andere, sein Bettnachbar, hieß Charles, war Schullehrer und 32 Jahre alt. Statt eines Hemdes war ihm ein komisch kurzes, sommerliches Unterhemd verpasst worden. Am 5. Tag erschien der Barbier. Er war ein Saloniki-Grieche. Er sprach nur das schöne Spanisch seiner Landsleute, verstand aber etwas von allen Sprachen des Lagers. Er hieß Askenasi und war schon fast 3 Jahre hier. Ich weiß nicht, wie er es fertiggebracht hatte, das Amt eines Friseurs im KB zu erhalten. Er konnte weder Deutsch noch Polnisch sprechen und war auch nicht sonderlich brutal. Ehe er eintrat, hörte ich ihn auf dem Gang lange und erregt mit dem Arzt reden, einem Landsmann von ihm. Mir schien, als hätte er einen veränderten Gesichtsausdruck. Aber da das Mienenspiel der Levantiner dem unseren nicht entspricht, wusste ich nicht, ob er erschrocken oder froh oder erregt war. Er kannte mich, wusste zumindest, dass ich Italiener bin. Als die Reihe an mich kam, kletterte ich mühsam vom Bett herunter. Ich fragte ihn, ob es was Neues gäbe. Er unterbrach sein Rasieren, drückte feierlich und bedeutungsvoll ein Auge zu, wies mit dem Kinn zum Fenster, machte mit der Hand eine weit ausladende Bewegung nach Westen. »Morgen alle Kamerad weg!« Mit weit aufgerissenen Augen starrte er mich einen Augenblick an, als wartete er auf mein Erstaunen, setzte noch hinzu »Todos, todos!« und fuhr dann in seiner Beschäftigung fort. Er wusste von meinen Zündsteinen und rasierte mich darum verhältnismäßig schonend. Die Nachricht rief in mir keine unmittelbare Bewegung hervor. Seit vielen Monaten kannte ich keinen Schmerz, keine Freude und keine Angst mehr, es sei denn in jener unbeteiligten, distanzierten Art, die für das Lager charakteristisch ist und die man als konditional bezeichnen könnte. Hätte ich jetzt, so dachte ich, mein Empfindungsvermögen von früher, dann wäre dies ein äußerst erregender Augenblick. Mein Denken war vollkommen klar. Schon lange hatten Alberto und ich die Gefahren vorausgesehen, die sich in dem Augenblick der Evakuierung des Lagers und der Befreiung ergeben würden. Letzten Endes war die von Askenasi überbrachte Nachricht nur die Bestätigung dafür, was man sich seit Tagen schon im Lager erzählte, dass die Russen 100 Kilometer nördlich in Częstochowa standen, dass sie 100 Kilometer südlich von Zakopane standen, dass die Deutschen in Buna schon die Sabotageminen richteten. Ich betrachtete die Gesichter meiner Zimmergenossen, eines nach dem anderen. Offensichtlich lohnte es sich nicht, mit irgendeinem von ihnen darüber zu sprechen. Sie hätten lediglich erwidert, »Na und?«
Damit hätte es sein Bewenden gehabt. Nicht so die Franzosen, sie waren noch neu. »Wisst ihr«, sagte ich zu ihnen, »morgen wird das Lager geräumt.« Sie überschütteten mich mit Fragen. »Wohin geht's? Zu Fuß? Auch die Kranken? Auch die, die nicht laufen können?« Sie wussten, dass ich ein alter Häftling war und Deutsch verstand, und schlossen daraus, dass ich über diese Sache sehr viel mehr wusste, als ich zugeben wollte. Ich wusste nicht mehr. Ich sagte es ihnen, aber sie fragten immer weiter. Was für eine Plage. Aber ja, sie waren erst seit ein paar Wochen im Lager und hatten noch nicht gelernt, dass man im Lager keine Fragen stellt. Am Nachmittag kam der griechische Arzt. Er sagte, dass auch von den Kranken alle, die laufen konnten, Schuhe und Kleidung erhalten und tags darauf mit den Gesunden zu einem 20-Kilometer-Marsch aufbrechen würden. Die anderen würden im KB bleiben, mit Betreuungspersonal, das man unter den weniger schwerkranken Fällen aussuchen würde. Der Arzt war ungewöhnlich aufgeräumt, wie betrunken. Ich kannte ihn. Er war ein gebildeter, intelligenter und berechnender Mensch. Er sagte noch, dass alle ohne Ausnahme eine dreifache Brotzuteilung bekommen würden, was den Kranken sichtlich Freude machte. Wir stellten ihm einige Fragen, was nun mit uns geschehen würde, und er gab zur Antwort, dass uns die Deutschen wahrscheinlich unserem Schicksal überlassen würden. Nein, er glaube nicht, dass sie uns umbringen würden. Er gab sich keine große Mühe zu verbergen, dass er das Gegenteil dachte. Seine Heiterkeit sagte genug. Er befand sich schon in Marschausrüstung. Kaum war er weg, begannen die beiden ungarischen Jungen aufgeregt miteinander zu sprechen. Es ging ihnen schon wieder ziemlich gut, aber sie waren noch sehr entkräftet. Offenbar hatten sie Angst, bei den Kranken zu bleiben und wollten mit den Gesunden fort. Hier ging es nicht um eine vernünftige Überlegung. Wahrscheinlich wäre auch ich dem Herdentrieb gefolgt, hätte ich mich nicht so schwach gefühlt. Der Schrecken ist ansteckend. Und das entsetzte Individuum sucht zunächst sein Heil in der Flucht. Man merkte, wie außerhalb der Baracke eine ungewöhnliche Erregung das ganze Lager ergriffen hatte. Einer der beiden Ungarn verließ sein Bett, ging hinaus und kam nach einer halben Stunde wieder zurück, beladen mit dreckigen Lumpen. Gewiss hatte er sie aus dem Depot der Kleidungsstücke entwendet, die für die Desinfektion bestimmt waren. Er und sein Kamerad zogen in fieberhafter Eile Lumpen über Lumpen an. Man sah, wie eilig sie es hatten, sich selbst vor die vollendete Tatsache zu stellen, ehe die nämliche Angst sie wieder davon abbringen konnte. Ein Wahnsinn, sich einzubilden, auch nur eine einzige Stunde lang marschieren zu können, schwach wie sie waren, und noch dazu im Schnee und mit diesen kaputten Schuhen, die sie im letzten Augenblick aufgetrieben hatten. Ich versuchte es ihnen klarzumachen. Sie sahen mich nur wortlos an. Sie hatten Augen wie verschreckte Tiere. Nur einen Augenblick durchfuhr es mich, dass sie vielleicht recht haben könnten. Sie stiegen ungeschickt zum Fenster hinaus. Ich sah sie, unförmige Klumpen, in die Nacht taumeln. Sie kamen nicht wieder. Viel später habe ich erfahren, dass sie wenige Stunden nach Beginn des Marsches nicht mehr weiter konnten und darum von der SS erschossen wurden. Selbstverständlich brauchte auch ich ein paar Schuhe. Aber es dauerte vielleicht eine Stunde, bis es mir gelang, Übelkeit, Fieber und Trägheit zu überwinden. Im Gang fand ich ein paar. Die Gesunden hatten das Schuhdepot der Kranken geplündert und sich die Besten mitgenommen. Die abgerissensten, die durchgetretenen und nicht zusammenpassenden lagen überall herum. Gerade da begegnete ich Cosmon, einem Elsässer. Als Zivilist war er Korrespondent von Reuter in Clermont-Ferrand gewesen. Auch er war von der allgemeinen Erregung und Euphorie gepackt. Er meinte, »Falls du vor mir zurückkommst, schreib an den Bürgermeister von Metz, dass ich auf dem Heimweg bin.«
Jedermann wusste, dass Cosmin Bekanntschaften bei den Prominenten hatte, und daher schien mir sein Optimismus ein gutes Omen zu sein, das ich dazu benutzte, um vor mir selbst meine Trägheit zu rechtfertigen. Ich versteckte die Schuhe und kehrte ins Bett zurück. In später Nacht kam noch einmal der griechische Arzt mit Rucksack und Wollmütze. Er warf mir einen französischen Roman aufs Bett. »Da, lies, Italiener. Kannst ihn mir zurückgeben, wenn wir uns wiedersehen.« Heute noch hasse ich ihn wegen dieser Worte. Er wusste, dass über uns das Urteil gefällt war. Und schließlich kam Alberto ungeachtet des Verbots ans Fenster, um sich von mir zu verabschieden. Wir waren unzertrennlich gewesen. Wir waren die beiden Italiener, und meistens verwechselten die ausländischen Kameraden unsere Namen. Seit 6 Monaten teilten wir das Bett und jedes außerhalb der Ration organisierte Gramm Essen. Doch er hatte als Kind schon Scharlach gehabt, und darum konnte ich ihn nicht anstecken. So ging er und ich blieb. Wir nahmen Abschied, es bedurfte nicht vieler Worte. Wir hatten uns alles, was uns wichtig war, schon unzählige Male gesagt. Wir glaubten nicht, dass wir lange getrennt sein würden. Er hatte kräftige Lederschuhe in einigermaßen guter Verfassung aufgetrieben. Er gehörte zu denen, die gleich alles finden, was sie brauchen. Auch er war froh und vertrauensvoll wie alle, die gingen. Das war verständlich, denn Großes und Neues bereitete sich vor. Endlich spürte man eine Macht ringsum, die nicht diejenige Deutschlands war, hörte ganz buchstäblich diese unsere verdammte Welt in ihren Fugen krachen. Oder zumindest hörten das die Gesunden, die, obwohl matt und ausgehungert, noch imstande waren, sich zu rühren. Denn wer allzu schwach ist oder nackt oder barfuß, denkt und empfindet zweifellos anders, und was unser Denken beherrschte, war das lähmende Gefühl, dass wir völlig wehrlos und dem Schicksal ausgeliefert waren. Alle Gesunden, abgesehen von einigen Wohlberatenen, die sich in letzter Minute auszogen und in ein Bett im KB legten, gingen in der Nacht zum 18. Januar 1945 fort. Es mögen 20.000 gewesen sein, aus verschiedenen Lagern. Fast alle kamen während des Evakuierungsmarsches ums Leben, unter ihnen Alberto. Vielleicht wird irgendjemand eines Tages ihre Geschichte schreiben. Wir aber blieben in unseren Betten zurück, allein mit unseren Krankheiten und unserer Trägheit, die stärker war als die Angst. Im ganzen KB lagen vielleicht 800 Mann. In unserem Zimmer waren wir jetzt noch 11, jeder in seinem eigenen Bett, mit Ausnahme von Charles und Arthur, die zusammenschliefen. Nachdem der Rhythmus der großen Lagermaschinerie zum Stillstand gekommen war, begannen für uns 10 Tage außerhalb der Welt und außerhalb der Zeit. Januar. In der Evakuierungsnacht hatten die Lagerküchen noch funktioniert. Am darauffolgenden Morgen wurde im KB die letzte Suppenverteilung vorgenommen. Die Heizungszentrale war nicht mehr besetzt. In den Baracken hielt sich noch ein bisschen Wärme, aber mit jeder Stunde, die verstrich, fiel die Temperatur, und es war klar, dass wir bald unter der Kälte leiden würden. Draußen mussten mindestens 20 Grad unter Null sein. Der größte Teil der Kranken besaß nur ein Hemd und manche nicht einmal dieses. Keiner wusste, wie es um uns bestellt war. Einige SS-Leute waren zurückgeblieben, einige Wachtürme waren noch besetzt. Gegen Mittag ging ein SS-Hauptscharführer durch die Baracken. In jeder ernannte er einen Barackenältesten, den er aus den verbliebenen Nichtjuden aussuchte. Und er befahl, augenblicklich eine Liste der Kranken anzulegen, getrennt nach Juden und Nichtjuden. Die Sache schien klar zu sein. Keinen nahm es Wunder, dass die Deutschen bis zuletzt ihre nationale Vorliebe für die Klassifizierungen wahrten
und kein Jude glaubte mehr ernstlich daran, dass er den nächsten Tag erleben würde. Die beiden Franzosen hatten nicht begriffen und waren erschrocken. Ungern übersetzte ich ihnen die Rede des SS-Mannes und empfand es als ärgerlich, dass sie Angst hatten. Kaum einen Monat waren sie im Lager, spürten fast noch keinen Hunger, waren nicht einmal Juden und sie hatten Angst. Noch einmal wurde Brot ausgegeben. Ich verbrachte den Nachmittag damit, das Buch zu lesen, das mir der Arzt dagelassen hatte. Es war sehr interessant und ich erinnere mich mit sonderbarer Genauigkeit daran. Ich machte auch einen Besuch in der Nachbarabteilung, um mich nach Decken umzusehen. Dort waren viele Kranke entlassen worden und ihre Decken waren frei. Ich nahm mir ein paar warme. Als Arthur erfuhr, dass sie aus der Ruhrabteilung stammten, rümpfte er die Nase. Il avait point besoin de le dire. Auch fleckig waren sie. Ich dachte, dass es in Anbetracht dessen, was uns bevorstand, besser wäre, gut zugedeckt zu schlafen. Es wurde schnell Nacht, aber das elektrische Licht funktionierte noch. Mit ruhigem Schaudern sahen wir an der Baracke einen bewaffneten SS-Mann stehen. Ich hatte keine Lust zu reden und empfand Angst nur in jener äußerlichen und bedingten Art, von der ich schon gesprochen habe. Ich las bis in die späte Nacht hinein. Uhren gab es nicht, aber es war wohl 23 Uhr, als die Lichter ausgingen, ebenso die Scheinwerfer auf den Wachtürmen. In der Ferne sah man die Strahlenbündel der Flugabwehr. Am Himmel erblühte grell eine Lichtertraube, verharrte regungslos und erhellte roh die Erde. Man hörte das Dröhnen von Flugzeugen. Dann begann der Luftangriff. Es war nichts Neues. Ich stieg hinab, steckte die nackten Füße in die Schuhe und wartete. Es schien weit weg zu sein, vielleicht über Auschwitz. Aber da erfolgte in nächster Nähe eine Explosion und, ehe man einen Gedanken fassen konnte, eine zweite und dritte. Man hörte Fensterscheiben bersten, die Baracke schwankte, der Löffel, den ich in eine Fuge der Holzwand gesteckt hatte, fiel zu Boden. Dann schien es aus zu sein. Cagnolati, ein junger Bauer, auch er aus den Vogesen, hatte wohl noch nie einen Luftangriff erlebt. Nackt war er aus dem Bett gesprungen, hatte sich in einen Winkel verkrochen und schrie. Wenige Minuten später stand außer Zweifel, dass das Lager getroffen war. Zwei Baracken brannten lichterloh, zwei weitere waren gar nicht mehr vorhanden. Doch es handelte sich bei allen nur um leere Baracken. Dutzende von Kranken kamen, nackt und elend, aus einer feuerbedrohten Baracke. Sie wollten aufgenommen werden. Man konnte sie nicht aufnehmen. Sie beharrten darauf, bettelten und drohten in vielen Sprachen. Wir mussten die Tür verrammeln. So schleppten sie sich anderswohin, von den Flammen beleuchtet, barfuß im schmelzenden Schnee. Viele zogen die aufgegangenen Verbände hinter sich her. Für unsere Baracke schien keine Gefahr zu bestehen, es sei denn, dass der Wind sich drehte. Die Deutschen waren nicht mehr da. Die Wachtürme waren leer. Heute denke ich, dass niemand, und sei es nur wegen der Tatsache, dass es ein Auschwitz gegeben hat, in unseren Tagen noch von Vorsehung sprechen dürfte. Doch ist gewiss, dass in jener Stunde die Erinnerung an die biblischen Errettungen aus höchster Gefahr wie ein Windhauch alle Gemüter streifte. Schlafen konnte man nicht. Eine Fensterscheibe war entzwei und es war sehr kalt. Ich überlegte, dass wir einen Ofen ausfindig machen und bei uns aufstellen, uns Kohle, Holz und Lebensmittel besorgen müssten. Ich wusste, dies alles war unerlässlich, aber ohne Unterstützung hätte ich nie die Energie gehabt, es in die Tat umzusetzen. Ich sprach mit den beiden Franzosen. »19. Januar.
Die Franzosen waren einverstanden. Im Morgengrauen erhoben wir uns, wir drei. Ich fühlte mich krank und wehrlos, mir war kalt und ich fürchtete mich. Die anderen Kranken sahen uns mit respektvoller Neugierde an. Wussten wir denn nicht, dass es für die Kranken verboten war, den KB zu verlassen? Und wenn die Deutschen noch nicht alle fort waren? Doch sie sagten nichts. Sie waren froh, dass jemand den Versuch machte. Die Franzosen besaßen keinerlei Ortskenntnis des Lagers. Aber Charles war mutig und robust, und Arthur war gewitzt und zupackend. Mehr schlecht als recht in unsere Decken gewickelt, traten wir hinaus in den Wind eines eiskalten Nebeltages. Was ich sah, glich nichts, was ich jemals gesehen oder gehört hätte. Das Lager, kaum erst gestorben, zeigte sich schon im Verfall. Es gab kein Wasser mehr und keinen elektrischen Strom. Die eingedrückten Fenster und Türen klapperten im Wind, die losen Dachbleche kreischten, die Brandasche wirbelte hoch und weit. Zum Werk der Bomben kam das Werk der Menschen. Zerlumpt, hinfällig, skelettengleich schleppten sich die gehfähigen Kranken wie eine Invasion von Gewürm auf dem hartgefrorenen Boden überall hin. Sie hatten sämtliche Baracken auf der Suche nach Nahrung und Holz durchstöbert. Sie hatten in sinnloser Raserei die grotesk ausgeschmückten und bis zum Tag zuvor für die gemeinen Häftlinge verbotenen Stuben der gehassten Blockältesten verwüstet. Nicht mehr Herr ihrer Eingeweide hatten sie überall hingemacht und den wertvollen Schnee besudelt, nunmehr einziger Wasserquell für das ganze Lager. Um die rauchenden Trümmer der verbrannten Baracken lagerten Gruppen von Kranken auf der Erde, um die letzte Wärme auszunutzen. Andere hatten irgendwo Kartoffeln aufgetrieben und brieten sie mit wilden Augen um sich blickend auf den Glutstellen des Brandes. Wenige hatten die Kraft besessen, sich ein richtiges Feuer anzuzünden. Sie schmolzen Schnee in allen möglichen Gefäßen. So rasch wie wir konnten, gingen wir zu den Küchen, doch die Kartoffeln waren schon fast zu Ende. Wir füllten zwei Säcke und Arthur blieb zu ihrer Bewachung da. Unter den Trümmern des Prominenzblocks fanden Charles und ich endlich, was wir suchten. Einen schweren, gusseisernen Ofen mitsamt den Rohren, die noch zu gebrauchen waren. Charles brachte rasch einen Schubkarren an und wir luden auf. Dann überließ er es mir, ihn zur Baracke zu fahren und lief zu den Säcken. Dort fand er den vor Kälte ohnmächtig gewordenen Arthur. Charles nahm beide Säcke auf und brachte sie in Sicherheit. Dann kümmerte er sich um seinen Freund. Obwohl ich mich nur mit Mühe auf den Beinen halten konnte, tat ich mein Bestes, den schweren Karren zu lenken. Da erklang das Rattern eines Motorrades. Ein SS-Mann kam ins Lager gefahren. Wie stets, wenn wir ihre harten Gesichter erblickten, fühlte ich Grauen und Hass in mir hochkommen. Zum Fortlaufen war keine Zeit mehr, und andererseits wollte ich den Ofen nicht aufgeben. Die Lagerordnung schrieb vor, stramm zu stehen und die Kopfbedeckung abzunehmen. Ich hatte keine Kopfbedeckung und war auch durch die Decke behindert. Ich trat einige Schritte vom Schubkarren weg und machte so etwas wie eine tollpatschige Verbeugung. Der Deutsche fuhr weiter, ohne mich zu sehen, bog um eine Baracke und verschwand. Später erfuhr ich, in was für einer Gefahr ich mich befunden hatte. Schließlich erreichte ich die Schwelle unserer Baracke und übergab den Ofen in Charles Hände. Ich bekam keine Luft mehr vor Anstrengung. Große, schwarze Flecken tanzten mir vor den Augen. Nun ging es darum, den Ofen in Betrieb zu setzen. Uns allen dreien waren die Hände erstarrt. Das eisige Metall saugte sich an der Haut unserer Finger fest, aber der Ofen musste schnellstens funktionieren, damit wir uns erwärmen und die Kartoffeln kochen konnten. Wir hatten Holz und Kohlen gefunden und auch Glut von den verbrannten Baracken. Als das zerbrochene Fenster instand gesetzt war und der Ofen schon Wärme hergab, schien es, als löste sich etwas in jedem von uns.
Und da geschah es, dass Towarowski, ein Französisch-Pole, 23 Jahre alt, typhuskrank, den anderen Kranken vorschlug, sie sollten uns dreien, die wir arbeiteten, jeder eine Scheibe Brot abgeben. Und es wurde akzeptiert. Nur einen einzigen Tag vorher wäre ein solches Ereignis undenkbar gewesen. Das Gesetz des Lagers sagte: Iss dein Brot, und wenn du kannst, auch das deines Nächsten. Und es ließ keinen Platz für Dankbarkeit. Dies hier bedeutete nun wirklich, dass das Lager gestorben war. Es war die erste menschliche Geste, die unter uns geschah. Ich glaube, dass man auf diesen Augenblick den Beginn jenes Vorgangs festsetzen könnte, der uns, die wir nicht starben, von Häftlingen nach und nach zu Menschen verwandelte. Arthur hatte sich ganz gut erholt, aber von da an vermied er es, sich der Kälte auszusetzen. Er übernahm die Bedienung des Ofens, das Kartoffelkochen, die Stubenreinigung und die Krankenpflege. Charles und ich teilten uns die verschiedenen Außendienste. Wir hatten noch eine Stunde Tageslicht. Ein Gang hinaus brachte uns einen halben Liter Spiritus und eine Büchse Bierhefe ein, die irgendjemand in den Schnee geworfen hatte. Dann verteilten wir gekochte Kartoffeln und gaben jedem einen Löffel Hefe. Ich hatte die unbestimmte Vorstellung, dass dies gegen Avitaminose gut sein könnte. Es wurde dunkel. Unsere Stube war die einzige im ganzen Lager, die einen Ofen besaß, und wir waren recht stolz darauf. Viele Kranke aus anderen Abteilungen drängten sich an die Tür, aber Charles mit seiner mächtigen Gestalt hielt sie in Schach. Kein einziger von uns oder von ihnen bedachte, dass es wegen der unvermeidlichen Gemeinschaft mit unseren Kranken außerordentlich gefährlich war, sich in unserem Raum aufzuhalten, und dass unter diesen Umständen an Diphtherie zu erkranken mit größerer Gewissheit den Tod bedeutete, als sich vom dritten Stockwerk herunterzustürzen. Ich selbst, der ich mir dessen bewusst war, hielt mich bei diesem Gedanken nicht besonders auf. Schon allzu lange hatte ich mich daran gewöhnt, den Tod durch Krankheit als ein mögliches und in diesem Fall unvermeidliches Ereignis zu betrachten, das jedenfalls außerhalb unseres Machtbereiches stand. Es kam mir auch nicht in den Sinn, dass ich in einen anderen Raum hätte umziehen können, in eine andere Baracke mit weniger Ansteckungsgefahr. Hier stand der Ofen, unser Werk, und strahlte eine wunderbare Wärme aus. Hier hatte ich ein Bett, und schließlich waren wir jetzt auch irgendwie miteinander verbunden, wir 11 Kranken der Infektionsabteilung. Selten vernahm man, nah oder fern und in Abständen, das Dröhnen der Artillerie und das Knattern von Schnellfeuergewehren. In der Dunkelheit, die nur vom roten Leuchten der Glut erhellt wurde, saßen Charles, Arthur und ich nebeneinander, rauchten Zigaretten aus Gewürzkräutern, die wir in der Küche gefunden hatten, sprachen über viele vergangene und künftige Dinge. Mitten auf dieser endlosen Ebene voller Frost und Krieg, in der kleinen, dunklen, bakterienwimmelnden Stube, fühlten wir uns in Frieden mit uns und der Welt. Wir waren zerschlagen vor Anstrengung, aber es schien uns nach langer Zeit, dass wir endlich etwas Nützliches getan hatten. Vielleicht wie Gott nach dem ersten Schöpfungstag. Zwanzigster Januar. Der Morgen dämmerte, und ich war an der Reihe, den Ofen anzuzünden. Abgesehen von der allgemeinen Schwäche erinnerten mich die schmerzenden Gelenke dauernd daran, dass mein Scharlach noch längst nicht überwunden war. Der Gedanke, mich der eisigen Luft auszusetzen, um in den anderen Baracken Feuer zu holen, ließ mich vor Grauen erbeben. Ich entsann mich meiner Zündsteine. Ich begoss ein Stückchen Papier mit Spiritus, schabte geduldig von einem Zündstein ein Häufchen schwarzen Pulvers und kratzte dann das Steinchen stärker mit dem Messer an. Und siehe, nach einigen Funken fing das Häufchen Feuer, und vom Papier erhob sich die kleine, blasse Flamme des Alkohols.
Arthur kam begeistert von seinem Bett herunter und wärmte pro Kopf drei der tags zuvor gekochten Kartoffeln. Dann zogen Charles und ich, hungrig und vor Kälte schlotternd, wieder auf Erkundung in das sich auflösende Lager hinaus. Lebensmittel, also Kartoffeln, hatten wir noch für 2 Tage. Um Wasser zu bekommen, blieb uns nichts anderes als Schnee zu schmelzen, in Ermangelung großer Gefäße eine mühsame Angelegenheit, aus dem man eine schwärzliche, trübe Flüssigkeit erhielt, die gefiltert werden musste. Das Lager schwieg. Andere ausgehungerte Gestalten streiften wie wir suchend herum, nunmehr mit langen Stoppelbärten, tief in den Höhlen liegenden Augen, skeletthaften gelben Gliedern, die aus den Lumpen hervorschauten. Unsicheren Schrittes gingen sie in die verlassenen Baracken, kamen mit den verschiedensten Gegenständen wieder heraus. Äxte, Eimer, Schöpfkellen, Nägel, alles konnte von Nutzen sein. Und die weitestschauenden dachten schon an einträgliche Geschäfte mit den Polen aus der Umgegend. In der Küche rauften sich 2 um die letzten Dutzende fauler Kartoffeln. Sie hatten sich an ihre Lumpen gepackt und schlugen mit komischen, langsamen Schlägen aufeinander ein, jiddische Schmähungen zwischen den vereisten Lippen hervorstoßend. Im Hof des Magazins lagen 2 große Haufen Kohl und Rüben, die dicken, faden Rüben, die Grundlage unserer Ernährung. Sie waren so vereist, dass man sie nur mit der Spitzhacke losschlagen konnte. Charles und ich wechselten uns ab, legten in jeden Schlag unsere ganze Kraft hinein und sicherten uns etwa 50 Kilo. Noch eines. Charles fand ein Paket Salz und, une fameuse trouvaille, einen Behälter mit ungefähr einem halben Hektoliter Wasser in Form massiven Eises. Wir luden alles auf einen kleinen Karren. Früher dienten sie dazu, das Essen zu den Baracken zu bringen, allenthalben standen sie in großer Zahl herum und kehrten, ihn mühsam auf dem Schnee schiebend, wieder zurück. Für jenen Tag begnügten wir uns noch mit gekochten Kartoffeln und Rübenscheiben, die auf dem Ofen geröstet wurden, doch für den nächsten Tag versprach uns Arthur bedeutsame Neuerungen. Nachmittags ging ich ins ehemalige Ambulatorium auf der Suche nach irgendetwas Brauchbarem. Aber man war mir zuvorgekommen. Alles war von unkundigen Plünderern durcheinandergeworfen. Keine einzige ganze Flasche mehr. Auf dem Fußboden eine Schicht Lappen, Kot und Verbandsmaterial und ein nackter, verkrümmter Leichnam. Doch eines hatten meine Vorgänger übersehen. Eine LKW-Batterie. Ich berühre die Pole mit dem Messer, ein kleiner Funke, sie war geladen. Und abends hatte unsere Stube Licht. Vom Bett aus sah ich durchs Fenster auf die Straße. Schon seit 3 Tagen zog in aufeinanderfolgenden Wellen die fliehende Wehrmacht vorüber. Panzerwagen, Tigerpanzer mit weißem Tarnanstrich, Deutsche zu Pferd, Deutsche auf Fahrrädern, Deutsche zu Fuß, bewaffnet und unbewaffnet. Man hörte das Rasseln der Raupenketten in der Nacht schon viel eher, als die Panzer sichtbar wurden. Charles fragte, »Ça roule encore?« »Ça roule toujours.« Es war, als würde es nie ein Ende nehmen. »21. Januar. Aber es nahm ein Ende. Im Morgengrauen des 21. zeigte sich uns die Ebene öde und starr, weiß unter dem Flug der Raben, soweit das Auge reichte, traurig bis in den Tod. Fast wäre es mir lieber gewesen, noch irgendetwas in Bewegung zu sehen. Auch die polnischen Zivilisten waren verschwunden. Wer weiß, wohin sie sich verkrochen hatten.« Es schien, als sei sogar der Wind stehen geblieben. Ich hatte nur einen Wunsch, im Bett bleiben zu können, unter den Decken, mich der vollkommenen Mattigkeit der Muskeln, der Nerven und des Willens zu überlassen,
Zu warten, bis es zu Ende ginge oder nicht, es war einerlei, wie ein Toter. Aber Charles hatte schon den Ofen angemacht, der regsame, vertrauensvolle, freundschaftliche Mensch Charles, und rief mich zur Arbeit. »Vas-y, Primo, descends-toi de là-haut. Il y a Jules à attraper par les oreilles.« Jules war der Latrineneimer, den man jeden Morgen bei den Henkeln nehmen, hinausschaffen und in die Senkgruppe schütten musste. Es war die erste Pflicht des Tages, und wenn man bedenkt, dass wir uns die Hände nicht waschen konnten und dass wir 3 Typhuskranke unter uns hatten, versteht man, dass es keine angenehme Arbeit war. Kohl und Rüben mussten zubereitet werden. Während ich auf Holzsuche ging und Charles Schnee zum Auftauen sammelte, mobilisierte Arthur die sitzfähigen Kranken, damit sie beim Putzen halfen. Towarowski, Sertlet, Alkalay und Schenk folgten dem Aufruf. Auch der 20-jährige Sertlet war ein Bauer aus den Vogesen. Er schien sich in guter Verfassung zu befinden, doch mit jedem Tag nahm seine Stimme einen bedrohlicheren, nasalen Klang an, um uns zu erinnern, dass die Diphtherie nur selten Pardon gibt. Alkalay war ein jüdischer Glaser aus Toulouse. Er war sehr ruhig und vernünftig. Er hatte eine Gesichtsrose. Schenk war ein jüdischer slowakischer Kaufmann. Als Typhuskonvaleszent hatte er einen fürchterlichen Appetit. Desgleichen Towarowski, ein französisch-polnischer Jude, albern und schwatzhaft, aber nützlich für unsere Gemeinschaft wegen seines ansteckenden Optimismus. Während also die Kranken, jeder auf seinem Bett sitzend, mit den Messern hantierten, suchten Charles und ich nach einem Raum, der als Küche benutzt werden konnte. Ein unbeschreiblicher Dreck herrschte in allen Teilen des Lagers. Da sämtliche Latrinen, um deren Reinigung sich natürlich niemand mehr kümmerte, überquollen, hatten die vielen Ruhrkranken jeden Winkel des KB beschmutzt. Alle Eimer, alle Behälter, die einst für die Essensausgabe benutzt wurden, alle Essnäpfe vollgemacht. Man konnte keinen Schritt tun, ohne genau aufzupassen, wohin man seine Füße setzte. Im Dunkeln konnte man nirgendwo hingehen. Obgleich wir unter der unvermindert strengen Kälte litten, dachten wir doch mit Grauen an das, was bei Tauwetter eintreten musste. Die ansteckenden Krankheiten würden sich ungehindert verbreiten. Der Gestank würde erstickend werden, und außerdem würden wir nach dem Abtauen des Schnees kein Wasser mehr haben. Nach langem Suchen entdeckten wir schließlich in einem Raum, der einmal als Waschraum gedient hatte, einige Handbreit Fußboden, der nicht übermäßig beschmutzt war. Wir zündeten ein offenes Feuer an. Um Zeit und Komplikationen zu sparen, desinfizierten wir uns die Hände, indem wir sie mit Chloramin abrieben, das wir mit Schnee vermischt hatten. Die Kunde, dass eine Suppe gekocht werde, verbreitete sich rasch unter der Schar der Halblebendigen. An der Tür drängten sich die hungrigen Gesichter. Charles hielt ihnen mit erhobener Schöpfkelle eine energische, kurze Ansprache, die, obwohl sie französisch war, nicht übersetzt zu werden brauchte. Die meisten zogen wieder davon, aber einer trat vor, ein Pariser, ein Schneider von Ruf, wie er sagte, lungenkrank. Für 1 Liter Suppe stünde er uns zur Verfügung und würde uns Anzüge aus den zahlreichen im Lager verbliebenen Decken schneidern. Maxim erwies sich wirklich als geschickt. Tags darauf besaßen Charles und ich Jacke, Hose und dicke Handschuhe aus rauem Stoff in auffälligen Farben. Abends, als die erste Suppe mit Begeisterung verteilt und mit Gier verschlungen war, wurde das große Schweigen der Ebene gebrochen. Von unseren Betten, zu müde, um im Innersten beunruhigt zu sein, horchten wir auf das Krachen geheimnisvoller Artillerien, die anscheinend überall am Horizont aufgestellt waren, und auf das Heulen der Geschosse über unseren Köpfen. Ich dachte daran, wie schön das Leben draußen war, und dass es auch noch schön sein würde, und dass es wirklich schade wäre, sich jetzt kleinkriegen zu lassen. Ich weckte die Kranken, die eingenickt waren, und als ich die Gewissheit hatte, dass alle zuhörten, sagte ich ihnen,
zunächst auf Französisch, dann in meinem besten Deutsch, dass wir jetzt alle daran denken müssten, nach Hause zurückzukehren und dass wir, was von uns abhing, einiges tun und anderes lassen mussten. Jeder solle peinlich darauf achten, seinen Essnapf und seinen Löffel zu behalten. Keiner solle dem anderen die Suppe anbieten, die er vielleicht übrig lassen würde. Keiner solle sein Bett verlassen, wenn er nicht zur Latrine müsse. Wer etwas benötige, solle sich ausschließlich an uns drei wenden. Arthur hatte den besonderen Auftrag, über Disziplin und Hygiene zu wachen, und er musste sich merken, dass es besser war, die Essnäpfe und Löffel schmutzig zu lassen, als sie zu waschen und dabei Gefahr zu laufen, diejenigen eines Diphtheriekranken mit denen eines Typhuskranken zu vertauschen. Ich hatte den Eindruck, dass die Kranken nun allem gegenüber zu gleichgültig waren, um sich an meine Worte zu halten. Aber ich setzte großes Vertrauen in Arthurs Tüchtigkeit. Januar. Wenn derjenige mutig zu nennen ist, der leichten Herzens eine große Gefahr auf sich nimmt, dann waren Charles und ich an jenem Morgen sehr mutig. Wir dehnten unsere Erkundung bis ins SS-Lager unmittelbar hinter dem elektrischen Sperrdraht aus. Die Lagerwachen müssen in großer Hast aufgebrochen sein. Auf den Tischen fanden wir halbvolle Teller mit nunmehr gefrorener Suppe, die wir mit ausgesprochenem Genuss verschlangen. Noch volle Krüge Bier, das zu gelbem Eis geworden war, ein Schachbrett mit einem angefangenen Spiel, in den Unterkünften eine Menge kostbarer Dinge. Wir nahmen eine Flasche Wodka mit, verschiedene Arzneien, Zeitungen und Zeitschriften und vier tadellose Steppdecken, von denen eine sich heute in meiner Turiner Wohnung befindet. Froh und ahnungslos brachten wir die Ausbeute unserer Expedition in die Stube zurück und vertrauten sie Arthurs Obhut an. Erst abends erfuhren wir, was etwa eine halbe Stunde später geschehen war. Einige, vielleicht versprengte, jedenfalls bewaffnete SS-Leute waren ins verlassene Lager eingedrungen. Sie fanden 18 Franzosen, die sich im Essraum der SS häuslich eingerichtet hatten. Sie erledigten alle methodisch durch Genickschuss, legten dann die verkrümmten Leichen der Reihe nach auf die Straße in den Schnee und gingen wieder. Jene 18 Leichen blieben dort so liegen, bis die Russen kamen. Keiner besaß die Kraft, ihnen ein Grab zu bereiten. In allen Baracken gab es jetzt Betten, in denen Tote lagen, steif wie Stöcke, und keinem fiel es ein, sie fortzuschaffen. Der Boden war zu hart gefroren, man konnte keine Gräber ausheben. Viele Leichen wurden in einem Splittergraben übereinander geschichtet, doch schon nach den ersten Tagen ragte der Haufen über den Rand empor, von unserem Fenster aus schauerlich anzusehen. Nur eine Bretterwand trennte uns von der Abteilung der Ruhrkranken. Viele Sterbende gab es da und viele Tote. Der Fußboden war von einer Schicht gefrorener Exkremente bedeckt. Keiner hatte mehr die Kraft, aus den Decken zu kriechen, um auf Nahrungssuche zu gehen, und wer es zuvor getan hatte, war nicht wiedergekommen, um den Kameraden zu helfen. In ein und demselben Bett, aneinander geklammert, um der Kälte besser zu widerstehen, lagen auf der anderen Seite, dicht an der Trennungswand, zwei Italiener. Ich hörte sie oft reden, aber da ich selbst nur Französisch sprach, bemerkten sie mich lange nicht. An dem Tag aber hörten sie zufällig meinen Namen, den Charles italienisch aussprach, und von da an nahm ihr Wehklagen und Flehen kein Ende mehr. Natürlich wäre ich ihnen gern zu Hilfe gekommen, hätte ich die Möglichkeit und die Kraft dazu besessen, wenigstens um ihrem unerträglichen Schreien Einhalt zu gebieten. Am Abend, als alle Arbeiten getan waren, schleppte ich mich trotz Mühe und Ekel tastend durch den verdreckten dunklen Gang mit einem Napf Wasser und den Suppenresten des Tages bis zu ihrer Abteilung. Das Ergebnis war, dass von Stund an die ganze Belegschaft der Ruhrabteilung Tag und Nacht durch die dünne Wand meinen Namen in den Modulationen aller Sprachen Europas rief,
begleitet von unverständlichen Bitten. Und ich konnte in keiner Weise Abhilfe schaffen. Ich war den Tränen nahe, hätte sie verfluchen mögen. Die Nacht brachte uns böse Überraschungen. Lackmarker, der im Bett unter mir lag, war ein erbärmliches menschliches Wrack. Er war ein 17-jähriger holländischer Jude, oder war es gewesen. Hochgewachsen, mager, von ruhiger Gemütsart. Seit 3 Monaten lag er im Bett. Ich weiß nicht, wie er den Selektionen entgangen war. Nacheinander hatte er Typhus und Scharlach gehabt. Dabei hatte sich bei ihm ein schwerer Herzfehler herausgebildet, und er war durch hässliche Liegewunden entstellt, so dass er nur noch auf dem Bauch liegen konnte. Trotz allem hatte er einen wahren Heißhunger. Er sprach nur Holländisch, verstehen konnte ihn keiner von uns. Vielleicht war an allem die Suppe aus Kohl und Rüben schuld, von der Lackmarker 2 Schläge gegessen hatte. Mitten in der Nacht begann er zu jammern, warf sich dann aus dem Bett. Er versuchte, die Latrine zu erreichen, doch er war zu schwach und schlug weinend und laut schreiend zu Boden. Schal machte Licht. Der Akku erwies sich als ein wahrer Segen. Und so konnten wir das ganze Ausmaß des Unglücks feststellen. Das Bett des Jungen und der Fußboden waren beschmutzt. Der Gestank wurde in dem kleinen Raum rasch unerträglich. Wir hatten nur einen ganz geringen Vorrat an Wasser, keine Decken und keine Strohsäcke zum Wechseln. Der Arme war als Typhuskranker ein furchtbarer Ansteckungsherd. Aber gewiss konnte man ihn nicht die ganze Nacht im Dreck auf dem Fußboden jammern und vor Kälte beben lassen. Charles stieg aus dem Bett und zog sich schweigend an. Während ich das Licht hielt, schnitt er mit dem Messer alle schmutzigen Stellen aus Strohsack und Decken. Mit der Behutsamkeit einer Mutter hob er Lackmarker auf, säuberte ihn so gut es ging mit Stroh aus dem Sack, legte ihn dann wieder in der für den Unglücklichen einzig möglichen Lage ins frisch gemachte Bett, kratzte den Fußboden mit einem Stück Blech ab, streute etwas Chloramin darüber und desinfizierte schließlich jeden Gegenstand und auch sich selbst. Ich maß sein Opfer an der Müdigkeit, die ich hätte überwinden müssen, um zu tun, was er tat. Januar. Unsere Kartoffeln waren zu Ende. Seit Tagen ging in den Baracken das Gerücht um, dass sich eine riesige Kartoffelmiete irgendwo außerhalb des Stacheldrahts nicht weit vom Lager befände. Einige unbekannte Pioniere mussten geduldige Nachforschungen angestellt haben, oder jemand musste die Örtlichkeit genau kennen. Jedenfalls war am Morgen des 23. ein Teil Stacheldraht niedergerissen und eine doppelte Prozession von Elendsgestalten wanderte durch die Öffnung aus und ein. Charles und ich gingen hinaus in den Wind der düsteren Ebene. Wir standen außerhalb der niedergerissenen Barriere. Dis donc, Primo, on est dehors. Ja, zum ersten Mal seit dem Tag meiner Gefangennahme war ich frei, ohne bewaffnete Wächter, ohne eine Absperrung zwischen mir und meinem Zuhause. Die Kartoffeln lagen ungefähr 400 Meter vom Lager entfernt. Ein Schatz. 2 riesig lange Gräben voller Kartoffeln, zum Schutz gegen den Frost abwechselnd mit Erde und Stroh bedeckt. Keiner würde mehr Hungers sterben. Aber das Ausheben war keine geringe Mühe. Die Erdoberfläche war steinhart gefroren. In schwerer Arbeit mit der Spitzhacke gelang es einem, die Erdkruste aufzubrechen und die Miete freizulegen. Doch die meisten zogen es vor, in die von den anderen verlassenen Löcher hineinzukriechen. Sie drangen sehr tief ein und reichten die Kartoffeln an die Kameraden weiter, die draußen standen. Ein alter Ungar war dort vom Tod überrascht worden. Erstarrt lag er da in der Gebärde des Hungernden, den Kopf und die Schultern unter dem Erdhügel, den Leib im Schnee, die Hände nach den Kartoffeln ausgestreckt.
Der Nächste, der nach ihm kam, rückte den Leichnam einen Meter zur Seite und nahm durch die freigemachte Öffnung hindurch die Arbeit wieder auf. Seitdem wurde unsere Verpflegung besser. Außer gekochten Kartoffeln und Kartoffelsuppe boten wir unseren Kranken Kartoffelpuffer nach Arthurs Rezept. Man reibt rohe Kartoffeln zusammen mit gekochten und zerfallenen und röstet die Mischung auf einem glühenden Stück Blech. Es schmeckte nach Ruß. Aber Sertlet hatte nichts davon, denn sein Zustand verschlimmerte sich. Er sprach immer mehr durch die Nase, und an diesem Tage konnte er überhaupt nichts mehr richtig schlucken. Irgendetwas war in seinem Hals entzweigegangen, jeder Bissen brachte ihn fast zum Ersticken. Ich ging zu einem ungarischen Arzt, der als Kranker dageblieben war und sich in der gegenüberliegenden Baracke befand. Kaum hörte er Diphtherie, wich er zurück und wies mich hinaus. Nur um des propagandistischen Effekts willen träufelte ich allen Kampferöl in die Nase. Ich versicherte Sertlet, dass ihm dies gut tun würde, und ich gab mir Mühe, mich selbst davon zu überzeugen. »24. Januar. Freiheit. Die Bresche im Stacheldraht gab uns einen konkreten Begriff davon. Wenn man es richtig überlegte, so bedeutete das keine Deutschen mehr, keine Selektionen, keine Arbeit, keine Schläge, keine Appelle und später vielleicht die Heimkehr. Aber es kostete Anstrengung, sich davon zu überzeugen, und keiner hatte Zeit, es zu genießen.« Alles ringsum war Zerstörung und Tod. Der Leichenhaufen vor unserem Fenster wuchs jetzt über die Grabenränder hinaus. Trotz der Kartoffeln waren alle äußerst schwach. Kein Kranker wurde im Lager gesund, stattdessen bekamen viele noch Lungenentzündung und Ruhe. Wer nicht imstande gewesen war, aufzustehen oder die Energie dazu nicht aufgebracht hatte, lag stumpf in seinem Bett, starr vor Kälte. Und niemand merkte, wenn er starb. Alle anderen waren von erschreckender Mattigkeit. Nach Monaten und Jahren des Lagerlebens können Kartoffeln einen Menschen nicht wieder zu Kräften bringen. Wenn Charles und ich nach dem Kochen die täglichen 25 Liter Suppe vom Waschraum bis zur Stube transportiert hatten, mussten wir uns keuchend aufs Bett werfen, während der rührige, häusliche Arthur die Verteilung vornahm und darauf bedacht war, dass die drei Schläge Rabiot pour les Travailleurs übrig blieben und auch etwas Bodensatz pour les Italiens d'à côté. Im zweiten Infektionsraum, der ebenfalls an den unseren grenzte und der größtenteils von Tuberkulosekranken belegt war, sah es ganz anders aus. Wer dazu imstande gewesen war, hatte sich in andere Baracken begeben. Die Kameraden, denen es am schlechtesten ging und die am schwächsten waren, verloschen nacheinander in Einsamkeit. Eines Morgens war ich hineingegangen, um mir eine Nadel zu borgen. In einem der oberen Betten röchelte ein Kranker. Wie er mich hörte, setzte er sich auf und ließ sich dann über den Bettrand mir entgegen, kopfüber hinunterhängen. Mit steifem Oberkörper, steifen Armen und weißen Augen. Der unten im Bett lag, hob instinktiv seine Arme, um jenen Körper zu stützen, und da merkte er, dass jener gestorben war. Er gab langsam unter dem Gewicht nach, der andere glitt zu Boden und blieb dort. Keiner kannte seinen Namen. Aber in Baracke 14 hat es etwas Neues gegeben. Dort waren die Operierten untergebracht. Von ihnen befanden sich einige in recht guter Verfassung. Sie organisierten eine Expedition ins englische Kriegsgefangenenlager, von dem man annahm, dass es geräumt worden war. Es war ein einträgliches Unternehmen. Sie kehrten in Khaki-Anzügen zurück, mit einer Karre voller nie gesehener herrlicher Dinge. Margarine, Puddingpulver, Speck, Sojamehl und Schnaps. Abends sang man in der Baracke 14.
Von uns fühlte sich niemand kräftig genug, die 2 Kilometer bis zum englischen Lager zu gehen und beladen zurückzukommen. Aber auf indirekte Weise gereichte die glückliche Expedition vielen zum Vorteil. Die ungleiche Verteilung der Güter bewirkte ein Wiederaufleben von Industrie und Handel. In unserer kleinen Kammer mit ihrer Todesatmosphäre entstand eine Kerzenfabrik. Die Dochte wurden in Bohrsäure getaucht, die Kerzen in Pappformen gegossen. Und die Reichen von der Baracke 14 kauften unsere ganze Produktion auf und bezahlten uns mit Speck und Mehl. Den Block Rohwachs hatte ich selbst im Elektromagazin gefunden. Ich erinnere mich noch an die abfälligen Mienen derjenigen, die mit ansahen, wie ich ihn fortschaffte, und an den folgenden Dialog. »Was willst du denn damit?« Es war nicht ratsam, ein Fabrikationsgeheimnis preiszugeben. So hörte ich mich selbst die Worte zur Antwort geben, die ich oft von den Lagerveteranen vernommen hatte und die das besagten, dessen sie sich am meisten rühmten, nämlich gute Häftlinge zu sein, bewanderte Leute, die immer und überall zurechtkamen. Ich verstehe verschiedene Sachen. »25. Januar. Nun traf es Somogyi. Ein ungarischer Chemiker war er, etwa 50 Jahre alt, mager, hochgewachsen, schweigsam. Wie der Holländer hatte er Typhus und Scharlach hinter sich, doch nun kam etwas Neues hinzu. Er wurde von hohem Fieber befallen. Seit ungefähr 5 Tagen hat er kein Wort mehr gesprochen. Aber heute öffnete er den Mund und sagte mit sicherer Stimme, »Ich habe eine Ration Brot unterm Strohsack. Teilt sie unter euch 3. Ich esse nichts mehr.« Wir fanden keine Worte der Erwiderung, aber vorerst rührten wir das Brot nicht an. Seine eine Gesichtshälfte war geschwollen. Solange er bei Bewusstsein war, bewahrte er ein herbes Schweigen. Doch am Abend und die ganze Nacht und 2 Tage lang ohne Unterbrechung wurde das Schweigen durch das Delirium abgelöst. Einem letzten, endlosen Traum von Unterwerfung und Sklaverei folgend, murmelte er bei jedem Ausatmen, »Jawohl«, regelmäßig und beharrlich, wie bei einer Maschine, ertönte mit jedem Einfallen des armen Brustkorbs das »Jawohl«. Tausende von Malen, dass man ihn am liebsten gerüttelt, erstickt hätte, oder wenigstens sollte er das Wort wechseln. Nie wurde mir so bewusst, wie mühsam eines Menschen Tod ist. Draußen lag immer noch das große Schweigen. Die Zahl der Raben hatte sich sehr vermehrt und jeder wusste warum. Nur in großen Abständen ließ sich die Artillerie wieder vernehmen. Alle sagten einander, dass die Russen bald, sofort eintreffen würden. Alle proklamierten sie es, alle waren sich dessen gewiss, aber keiner war fähig, es klaren Sinnes zu fassen. Denn in den Lagern kommt einem die Gewohnheit des Hoffens abhanden und auch das Vertrauen in die eigene Vernunft. Im Lager ist das Denken unnütz. Denn die Geschehnisse treten in unvorhergesehener Weise ein, und zudem ist es schädlich, denn es erhält eine Sensibilität, die ein Quell des Schmerzes ist und die irgendein vorsorgliches Naturgesetz stumpf macht, sobald die Leiden ein bestimmtes Maß überschreiten. Wie man der Freude, der Angst, ja sogar des Schmerzes müde wird, so wird man auch der Erwartung müde. Nun, da der 25. Januar erreicht war, da seit 8 Tagen die Beziehungen zu jener grausamen Welt, doch immerhin einer Welt, abgebrochen waren, konnten die meisten von uns vor Erschöpfung nicht einmal mehr warten. Abends um den Ofen herum fühlten noch einmal Charles, Arthur und ich uns wieder Mensch werden. Wir konnten über alles sprechen. Arthurs Erzählung über die Art, wie man in Provencher in den Vogesen die Sonntage verbrachte, begeisterte mich,
Und Charles weinte fast, als ich ihm vom Waffenstillstand in Italien berichtete, von dem unklaren, verzweifelten Einsetzen des Partisanenkampfes, von dem Mann, der uns verraten hatte, von unserer Gefangennahme in den Bergen. Im Dunkeln, hinter uns und über uns, ließen sich die acht Kranken keine Silbe entgehen, auch die nicht, die kein Französisch verstanden. Nur Somogyi gab dem Tod beharrlich seine Zusage. »26. Januar. Wir lagen in einer Welt der Toten und der Larven. Um uns und in uns war die letzte Spur von Zivilisation geschwunden. Das Werk der Vertierung, von den triumphierenden Deutschen begonnen, war von den geschlagenen Deutschen vollbracht worden. Mensch ist, wer tötet, Mensch ist, wer Unrecht zufügt oder erleidet. Kein Mensch ist, wer jede Zurückhaltung verloren hat und sein Bett mit einem Leichnam teilt. Und wer darauf gewartet hat, bis sein Nachbar mit dem Sterben zu Ende ist, damit er ihm ein Viertel Brot abnehmen kann, der ist, wenngleich ohne Schuld, vom Vorbild des denkenden Menschen weiter entfernt als der roheste Pygmäe und der grausamste Sadist. Ein Teil unseres Seins wohnt in den Seelen der uns Nahestehenden. Darum ist das Erleben dessen ein nichtmenschliches, der Tage gekannt hat, da der Mensch in den Augen des Menschen ein Ding gewesen ist. Wir drei waren großenteils immun dagegen, und dafür sind wir uns gegenseitig Dank schuldig. Deshalb wird auch meine Freundschaft zu Charles der Zeit widerstehen. Aber tausende von Metern über uns, in den Lücken zwischen den grauen Wolken, vollzogen sich die komplizierten Wunder der Luftduelle. Über uns nackten, ohnmächtigen, wehrlosen, suchten Menschen unserer Zeit, sich mit den raffiniertesten Instrumenten gegenseitig umzubringen. Eine Fingerbewegung von ihnen konnte die Zerstörung des ganzen Lagers bewirken, konnte tausende von Menschen vernichten. Doch die Summe aller unserer Energien, all unseres Wollens hätte nicht ausgereicht, das Leben auch nur eines einzigen von uns um eine Minute zu verlängern. Nachts hatte der Tanz ein Ende und die Stube war wiederum erfüllt von Somogyis Monolog. In völliger Dunkelheit fuhr ich aus dem Schlaf hoch. Le Pauvre schwieg. Er hatte seine Frohn getan. Mit der letzten Lebenszuckung hatte er sich aus dem Bett zu Boden geworfen. Ich habe Knie, Hüften, Schultern und Kopf aufschlagen hören. »La mort la chasse de son lit«, stellte Arthur fest. Wir konnten ihn wahrlich nicht mitten in der Nacht hinaustragen. Uns blieb nichts anderes übrig, als wieder einzuschlafen. »27. Januar. Morgengrauen. Auf dem Fußboden das schandbare Durcheinander verdorrter Glieder. Das Ding Somogyi. Es gibt dringendere Arbeiten. Man kann sich nicht waschen, wir können ihn nicht anfassen, bevor wir nicht gekocht und gegessen haben. Und dann, rien de ce dégoûtant que le débordement, wie Charles richtig meint. Der Latrineneimer muss geleert werden. Die Lebenden stellen größere Ansprüche. Die Toten können warten. Wir begaben uns an die Arbeit, wie jeden Tag. Die Russen kamen, als Charles und ich Somogyi ein kurzes Stück wegtrugen. Er war sehr leicht. Wir kippten die Bahre in den grauen Schnee. Charles nahm die Mütze ab. Mir tat es leid, dass ich keine hatte. Von den 11 der Infektionsabteilung war Somogyi der einzige, der in den 10 Tagen starb. Certlet, Cagnolati, Towarowski, Lackmarker und Dorje
Von ihm habe ich noch nicht gesprochen. Ein französischer Industrieller, der an Bauchfellentzündung operiert worden war und dann eine Nasendiphtherie bekam, starben wenige Wochen später im provisorischen russischen Lazarett von Auschwitz. In Katowice traf ich im April Schenk und Alkaley bei guter Gesundheit. Arthur ist zu seiner Familie heimgekehrt. Charles hat seinen Lehrerberuf wieder aufgenommen. Wir haben lange Briefe miteinander gewechselt und hoffentlich kann ich ihn eines Tages wiedersehen. Aviliana Turin, Dezember 1945, Januar 1947.